Tja, Freunde, ich musste dieses Video jetzt nochmal neu hochladen. Dank GEMA kacken. Die haben mich das Video gesperrt. Die Musik war wirklich sehr, sehr leise und das wisst ihr genau. Aber sei es drum. Hier kommt noch einmal das Bauvideo von Freitag. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Aber diesmal ohne Musik. Dann eben so. Ja, hallo Freunde und Modellbahnkumpels. Hier ist wieder der Jens. Von Jensis Mobawelt. Der Hauptkanal. Ich erwähne das immer wieder, weil demnächst gehen ja auch wieder meine Touren los. Draußen scheint die Sonne. Wir haben 25 Grad auf dem Thermometer. Das wird natürlich nicht ganz stimmen. Das ist wegen der Sonneneinstrahlung, ist mir auch klar. Aber zumindest haben wir Bombenwetter. Und ich sitze hier drinnen und baue jetzt an der Anlage. Ja, ein Satz mit X, das war ja, wohl nichts. Das Ganze jetzt etwas vorgeschoben. Und zwar habe ich das hier. Leider habe ich übelste Rückenschmerzen. Ich habe mich so gefreut auf meine Torarme. Mit solchen Rückenschmerzen fahre ich ganz bestimmt nicht durch die Botanik. Man merkt wirklich, dass man alt wird. Es macht echt keinen Spaß mehr. Verfluchter Scheißkörper. Will nicht mehr so, wie du gerne möchtest. Also wisst erstmal Bescheid, dass es keine Tour heute geben wird. Gut, dann habe ich Folgendes vor heute. Und das hatte ich eigentlich gestern bei dem anderen Video schon erklärt. Die Masten werden versetzt, und zwar die von der Hauptstrecke. Die sind ja leider von der falschen Farbe. Inzwischen weiß ich ja nun, dass die Masten hier, die ich bekommen habe, von Arnold sind. Sehr schöne grüne Masten. Mir hat auch jemand drunter geschrieben, dass die hier recht selten sind. Mal schauen, ob ich irgendwo noch welche herkriege. Wir haben nämlich da jetzt ein kleines Problem an der Geschichte. Ich habe ja gestern schon mal voraus ausgemessen, in welchen Abständen die Masten jetzt stehen müssen, und da bin ich auf 20 cm gekommen. Also so wie im Bahnhof, und da reichen diese hier leider nicht aus. Jetzt kann ich natürlich Folgendes machen. Ich kann jetzt erst einmal einen Teil der Strecke fertig machen und den Rest dann, wenn ich mal wieder solche habe. Nee, kommt nicht in Frage. Dauert mir zu lange und ich möchte die Strecke endlich komplett elektrifiziert haben. Und darum habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Die grauen Masten, die ich jetzt mit euch zusammen entferne und versetze, oder je nachdem, die kommen außen hin. Das werde ich euch jetzt nochmal genau erklären, wenn die Kamera umgebaut ist. Und die grünen Masten, die kommen auf die Hauptstrecke. Das heißt also, dort, wo sich das Gleis teilt, also wo es zur Ausweiche geht, werden noch graue Masten gesetzt, nämlich die Turmmasten, die jetzt noch verlängert da stehen, und die grünen Masten dann auf der Hauptstrecke, und am Ende der Ausweiche kommen dann wieder zwei graue hin. Ich denke, das müsste eigentlich ganz gut aussehen. Schauen wir mal, ob mir das auch so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Und dann werde ich euch jetzt erstmal zeigen, was ich alles aufgebaut habe und verwenden werde zum Bauen. Bis gleich. Ja, Freunde, hier bin ich wieder. Und ihr seht schon mein toller Tisch, wo normalerweise das Essen und der Kaffee ist jetzt halt vollgestellt, mit Utensilien vollgestellt. Und da zeige ich euch jetzt mal genau, was da jetzt alles dabei ist. Der Taschenrechner gehört natürlich nicht dazu, ist klar. Die CD auch nicht, das habe ich jetzt einfach mal liegen gelassen. Also da haben wir zum Beispiel das hier, mein Wasser, mein Nivea Wasser-Weiß, mein Gemisch, Gras, ein bisschen Gestrüpp, noch mehr Gras, noch mehr Gras. Dann habe ich noch ein bisschen Feldweg. Für was ich das dann habe, das zeige ich euch dann gleich. Schotter, Sand, noch mehr Sand, dann hier noch ein paar solche kleinen Büsche. An Werkzeug haben wir Pinsel, dann ein Messer zum Lösen der alten Masten, Nägel zu wieder festmachen der neuen Masten, ein Cuttermesser zum Trennen verschiedener Kleinteile, das werde ich euch dann alles zeigen. Ein Zollstock zum Ausmessen der Abstände der Masten, das habe ich ja schon gemacht, das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Dann hier die ganzen Fahrträte, oder besser gesagt
Die Quertragwerke, die muss ich dann wieder zurechtschneiden. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch reichen, aber ich denke mal schon, es sind noch ziemlich viele. Ja, und dann haben wir natürlich die Masten, die 14 Stück, die ich rausgesucht habe. Zwei sind zu kurz, die kann ich natürlich nicht verwenden. So, gut, da bin ich wieder. Und hier ist das der Schauplatz des Grauens oder der Arbeit, die ich mit euch jetzt zusammen hier durchführe, nämlich die Masten zu versetzen und neu auszurichten und natürlich das Ganze fertigzustellen. So, also, fangen wir mal an. Ich musste das Ganze jetzt nochmal erklären, weil das rote Lichtlein nicht brannte. Kann schon mal passieren. So, also, hier habe ich mir schon Markierungen gesetzt, jeweils von Abstand von 20 cm. Ich denke, das ist okay, dass man sieht, wo die Masten letztendlich hinkommen. So, jetzt haben wir aber folgendes Problem. Ich habe von den grünen Masten leider nur 14 Stück und die reichen für das Stück hier nicht ganz aus. Darum werde ich hier, wie ich schon gesagt habe am Anfang, der Ausweicher zwei graue setzen und am Ausgang der Ausweicher auf der anderen Seite, jetzt, das könnt ihr jetzt nicht sehen, auch zwei graue setzen. Das passt dann auch besser mit den Masten, die dann wieder auf der Strecke sind. Ne? So, gut, also, dann fangen wir jetzt mal an und als erstes lösen wir mal die alten Masten. So, wenn ihr euch jetzt fragt, setzt dann entweder seine Musik ein. Ich werde es versuchen, mal diesmal ohne Musik zu machen, weil, ja, ihr wisst ja, die GEMA-Scheiße und so, ne? Brauchen wir uns schon reden. Gut, dann nehme ich mir als erstes mal das Wasser und sprühe das mal ein, damit das erstmal wieder sich löst. So, das können wir ja eine Weile hier hinstellen, stört ja nicht. Und dann gucken wir mal, ob ich den Mast jetzt einfach so loskriege. Sollte eigentlich kein Problem sein, nachdem man es nämlich dann feucht gemacht hat, lässt sich der Mast dann eigentlich ziemlich leicht lösen. Und siehe da, ohne Probleme und ohne Beschädigung ist er weg. Den lege ich eine Weile mal hierher. Die Nägel sind noch drin, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt ist natürlich hier eine Stelle entstanden, die nicht so schön aussieht. Die kann man dann später kaschieren. Aber wir wollen ja jetzt mal schauen, wie das jetzt mit den anderen Masten aussieht. Ich brauche jetzt mal zwei Stück, nämlich zwei graue, die dann natürlich dann dorthin kommen. Deswegen muss ich jetzt erstmal zwei dafür organisieren. So. Und auch dieser Mast ohne Probleme und ohne Beschädigung gelöst. War schon gut, dass ich das Holzlein verwendet habe. Und kein Sekundenkleber wie bei der Geschichte mit der Anlage damals beim Bahnhof. So, jetzt haben wir hier zwei weggemacht. Und jetzt haben wir zwei für hier. Gut. Dann werde ich das Ganze jetzt mal etwas ranzoomen, damit ihr das besser seht. So. Okay. Mal die Nägel rausmachen hier. Zack. Zack. Okay. Jetzt noch ein bisschen Grünzeug jetzt dran. Das ist eigentlich ganz perfekt. Und dann gucken wir mal. Hier ist die Markierung. Hier muss man nämlich jetzt auch aufpassen, dass wenn man die jetzt festmacht, die Masten, dass die dann nicht so dastehen. Und deswegen sollte man darauf achten, dass die halt einen geraden Untergrund haben. Möglichst einen geraden Untergrund. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ich habe mir da was überlegt, wie das halt so ist. Bin gleich wieder da. Dann würde ich wieder improvisieren. Ich provoziere nämlich gerne. So, gucken wir, ob das klappt. Mein Plan. Das wird natürlich dann alles kaschiert, das ist klar. Sollte eigentlich ganz gut klappen. Möglichst nicht zu nah ans Gleis ran, weil ja sollen ja noch Züge dran vorbeifahren. Ja, das geht eigentlich. Gut, versuchen wir es mal.
Mach's erstmal nur mit einem Nagel. Kann man ja dann später noch korrigieren. Wenn es aber feste ist, dann komme ich nicht mehr, das ist klar. Ich setze jetzt aber erstmal nur die Masken und das schön machen kommt dann später dran. So. Dann gucke ich mal, ob das so stimmt. Ja, das sieht ganz gerade aus. Das Problem an der Geschichte ist nämlich, dass hier an der Stelle ist etwas dünn. Ja. Wenn man hier ein bisschen drückt, verschiebt sich der ganze Mast. Man muss also hier an der Stelle ein bisschen zaubern. Ne? So, ich denke, der Abstand, der passt. Wir können das auch nochmal testen mit einem Wägelchen. Wirklich mit einem großen, fetten. Und dann nehmen wir natürlich, wie wäre es anders möglich, mit einem Döste. Die Senftöpfe nehme ich jetzt nicht extra vom Gleis. Dazu muss ich euch natürlich noch was erklären, aber das kommt später. So. Und man sieht, der Abstand ist okay. Hier fängt der erste Kurve an. Und ab hier sind dann wieder Streckenmasten gefragt, wenn es dann hoch zum Tunnel geht. So, die drehe ich doch einmal hierher. Gut, dann nehmen wir jetzt den nächsten Mast und gucken mal, ob der gerade steht, wenn ich den jetzt hier einfach so hier rein drücke. Und wie gesagt, erstmal nur provisorisch hinmachen. Und dann später, wenn die ganzen Masten stehen, werden sie dann kaschiert. Und wenn sie dann kaschiert sind, zum Schluss dann natürlich, wie könnte es anders sein, das Quertragwerk. So, nehme ich wieder die alten Nägel hier, die recyceln halt gerne. Ihr wisst ja, dass hier schon öfters Masten gestanden haben, ob das jetzt die Mittelmasten waren oder andere Experimente. Und jedes Mal habe ich sie wieder weggerissen, aber ich denke mal, jetzt lasse ich sie dann stehen. Das sollte auch kein Problem sein bei der späteren Bearbeitung von da hinten, weil da komme ich ja gar nicht dran. Und der Marco, wenn der wieder Zeit hat, kommt dann auch nicht da dran, weil der macht ja den Berg. Und sollte es tatsächlich wirklich Probleme geben, dass wir vielleicht einen aus Versehen wegreißen oder so, dann müssen wir ihn halt wieder hinmachen. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Und genau aus dem Grund setze ich jetzt einfach schon mal die Masten. So, gut. Dann schauen wir nochmal, ob sie gerade sind. Und ich würde sagen, ja, die stehen sehr gerade da. So. Das waren die ersten zwei. Sozusagen die Eingangsphase. Gut, und jetzt hatte ich ja gesagt, 20 cm. Und ab hier beginnen wir dann mit den grünen Masten zu arbeiten. Das wäre dann als nächstes hier. So, nun haben wir natürlich folgendes Problem. Weil hier Grünzeug ist, was machen wir da? Richtig. Das erste Mal machen wir es nass. Und dann nehme ich das Messer. Moment, wo ist es? Da ist es. Damit wir das Werkzeug mal zurechtlegen. Am besten mal auf den Tisch liegen lassen. So. Und dann kratzen wir einfach mal das hier weg. Und machen hier eine freie Fläche. Die ich natürlich so schön kaschiert hatte, aber jetzt brauchen wir ja den Platz für den Mast.
Gut, so. Dann nehme ich mir mal einfach den Grün. Hier habe ich zum Beispiel schon mal so ein Spanner mit dran gemacht. Den Spanner, Alter. Den mache ich aber wieder ab, weil ich mir gedacht habe, ich werde einen Fahrdrahtspanner am Anfang der Paradestrecke machen und am Ende. Das sollte eigentlich ganz okay sein. Also mache ich den jetzt wieder ab. Der ist also noch nicht festgeklebt, die kann man ganz einfach wieder lösen. Und dann ist er blatt. So, gut. Und dann nehme ich mir jetzt so einen Mast. Die haben übrigens 4 Löcher. Und nicht nur 2 wie die Vollmer. Und stelle den schon mal hierher. Möglichst gerade. Und vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, dass sie in einer Linie sind. Wenn sie also so stehen oder so und dann wieder im Zickzack, das sieht natürlich blöd aus. Also sollte man auch darauf achten, dass die Masten genau in einer Linie stehen. So, das machen wir natürlich auch. Ja, ich denke, das sollte ganz gut passen. Dann machen wir ein Stückchen rüber hier. Ich habe festgestellt, weil ja jemand geschrieben hat, unter meine Kommentare oder was ist auch immer, unter mein Video, die sollen stabiler sein. Muss ich dich enttäuschen, mein Freund. Die sind eben nicht stabiler, die sind scheinbar schon sehr alt. Das Plastik ist sehr alt. Und hier muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu viel biegt, sonst macht es Knirsch und dann ist der Mast weg. Deswegen also ein bisschen vorsichtig damit umgehen. So, dann nehme ich mir jetzt mal so 2 Nägel. So, schön setz hier. Nein, ich nehme mir 2 Nägel. Ja, ich werde das natürlich so hochdeutsch wie möglich diesmal machen, damit auch jeder mitbekommt, was der Jens da erzählt. So, gut. Gucken wir mal, ob das hier reingeht. Ich verfalle halt immer wieder in meine sächsische Sprache. Das ist ja normal. So. Das ist ganz okay. Und jetzt haben wir eben das, was ich gesagt habe, möglichst nicht mehr so viel dran rumbiegen, sonst knirscht es und dann sind sie kaputt. Einen habe ich leider schon kaputt gemacht, weil ich ja schon mal geübt habe, ne? Wie man das halt so macht. Und das Gras können wir dann gleich wieder verwenden. Vorteil an diesen grünen Masten ist, hier muss man nicht so viel kaschieren. Das heißt, wenn ich hier ein bisschen Gras drumherum mache, das sieht dann wirklich richtig schön aus. Also schade, dass ich davon nicht noch mehr habe, weil ich sehe gerade, die machen wirklich was her. Gut, so, dann nehmen wir uns den nächsten. Bei einigen Masten ist ja schon diese Einführung oder besser gesagt diese Führung von dem Quertragwerk angebracht. Die gehen noch nicht mehr raus, ganz praktisch. Aber ich werde natürlich dort, wo sie nicht dran sind, die nachträglich dann einfügen. Das ist aber klar. Die gehören ja nun mal dazu. So, gut. Wie ich schon sagte, möglichst in einer Linie. Guck mal hier. Ja, passt. Sehr schön. Und natürlich möglichst gerade. So. Oh, viel zu arg. Ah, draußen donnert die Sonne und der Jens, der baut an der Anlage. Ja, ich habe es euch ja erklärt, ich habe das jetzt vorgezogen auf Freitag, weil ich am Samstag eventuell nach Proven fahre. Ja, der Mast hat auch schon Energie, muss man ein bisschen aufpassen. Werde ich noch ein bisschen mit Kleber bearbeiten. Dann sollte das kein Problem sein. Man muss halt dann aufpassen, wenn man dann zum Beispiel wie ich hier mein Bettzeug hin und her schlenkere, nicht gleich den Masten wieder mit wegfetzt. Ist halt ein bisschen ungünstig, wenn man so einer kleinen Kapuze wohnt und so eine Riesenanlage hier stehen hat. Muss man halt ein bisschen vorsichtig agieren, wenn man zum Beispiel sein Bett ausklappt. Ihr seht ja, dass ich da bloß ein Klappbett habe. Das wird immer ein kleines Stückchen rüber geschoben, damit ich dann da hinten langlaufen kann.
Und wenn ich dann natürlich das Bett ausgefahren habe, geht das bis hierher. So. Und wenn ich dann die Bettdecke später mal nach oben klappe oder mal nach wegklappe und die bleibt dann da hängen, haben wir ein Chaos. Deswegen musst du halt wirklich jetzt sehr, 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 sehr viel aufpassen, wenn dann hier Masten stehen. Ja, so, gut. Das sieht ganz gut aus. Und dann nehmen wir uns gleich die nächsten vor. Okay, das haut hin. Dann muss ich jetzt da Wasser ansetzen. Ja, und hier, das ist das, was ich meine. Da seht ihr es. Hier ist schon die Führungsösen, Löcher, nennt es wie ihr wollt, für das Kehrtrockner. Möglichst dann so anbringen, dass es in die richtige Richtung steht. Löcher wurden hier anscheinend auch schon gebohrt, also muss ich hier auch improvisieren. Improvozieren. Ihr wisst, was ich meine. Improvisieren. Improvozieren. Ah, das Wort. Also. Improvisieren. 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 Muss ich schon. Ja, die grünen Dinger, die machen auf jeden Fall was her. Das muss ich schon mal sagen. Das war ein bisschen schief. Raus vom Kart machen wir. Und immer darauf achten, dass es in einer Linie steht und vor allen Dingen gerade ist. Ich hoffe, das kann man noch sehen. Da ist der nächste. So, gut. Auch hier haben wir schon mal die Ösen oder Löcher für das Quertragwerk. Wie ich feststellen kann, haben wir hier wieder die Löcher zu groß gebohrt. Wahrscheinlich waren die festgeschraubt statt genagelt. Und deswegen sind die Löcher halt etwas größer. Und da verwende ich dann halt die anderen Löcher. Gut, dass hier vierer sind. Ich gehe mal davon aus, dass man sogar vier Löcher nehmen muss oder vier Schrauben oder Nägel, je nachdem, damit das Ding auch richtig fest steht. Aber zwei reichen aus, denke ich mal. So. Das war jetzt ein Nagel, der runtergefallen ist, da muss ich aufpassen, dass ich nicht hineinlatsche. Das tut nämlich auch weh. So, gut. Okay. Schauen wir mal, ob es gerade ist. Ja, der hier steht ein bisschen schief. Da muss ich noch ein bisschen nachbessern. Später, wenn das dann das Ganze mit Wasser-Weißleim-Mischung und Klebstoff versehen ist, kann man es natürlich dann nicht mehr korrigieren. Das ist klar. Man könnte es dann schon, aber das wird wahrscheinlich dann Aua machen.
Also sprich, dass der Mast dann kaputt geht. Deswegen möglichst jetzt schon darauf achten, dass das Ganze gerade steht. So, ich denke, das müsste reichen. So Leute, da bin ich wieder. Und jetzt werde ich erst einmal diese Ösenteile hier. Kann man vielleicht das sehen hier? Naja, die Dinger hier, die werde ich jetzt erstmal dran machen. Dazu nehme ich diesen Klebstoff. Und dann gucke ich erst einmal, wo die schon überall angebracht sind. Bei denen sind sie ja, sehen sie ja anders aus. Ne? Ja. Deswegen kann ich die grünen auch nur bei den Arnold anbringen. Ich hoffe, das erreichen, sonst muss ich mir was einfallen lassen. Weil allzu viele habe ich von den Dingern natürlich nicht. Das ist alles ein bisschen knapp heute hier. Oder überhaupt knapp. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, was ich hier veranstalte. Das ist nämlich die Voraussetzung. Schon zwei. Da sparen wir und da kommt jetzt in den nächsten. Ich muss jetzt hier übelst aufpassen, dass ich nicht mit meinem Arm irgendwo hier was wegrasiere. Also möglichst aufpassen, dass hier nichts kaputt geht. Das wird eine Herausforderung, wenn ich mich dann in meiner Wohnung später bewege. Hektische Bewegungen sind dann nicht mehr möglich. Oder wenn ich zum Beispiel meinen Sessel an der Anlage stelle, ich muss schon aufpassen, wenn ich mit dem Kopf zurückgehe, dass ich nicht die Oberleitung beschädige. Ja, zack, nächster. Habe ich den zweiten Schlüpf mit der Herbelecht gehabt? Ja, der so. Zack. Na, das könnte vielleicht gerade so passen. So. Ich weiß, dass bei dem Leim normalerweise eine Spitze dran gehört, aber die war schon nach wenigen Tagen verstopft. Ja, also alles so nicht geklappt. So, gut. Das nächste ist dann die hier. Wie gesagt, die Gleise werde ich natürlich dann auch später mit dem Staubsaugerwagen nochmal abfahren. Damit ich, wenn ich am Sonntag das Fahrvideo mache, alles seinen Gang geht. Aber noch sind wir nicht so weit. Noch sind wir nicht so weit. Ja, das könnte gerade so reichen. Mensch, das habe ich auch wirklich gut berechnet, muss ich sagen. Und dabei wusste ich nicht mal, wie viele Teile hier dabei sind. Ne? Das war so konfiliert. Halt, da ist es. Ein konfiliert war das und da konnte man nicht sehen, was alles dabei war. Gut, so, was haben wir noch? Und zum Schluss, wenn wir dann die Masten fertig versehen haben mit, so, wenn wir die Masten dann fertig versehen haben mit den Ösen, dann folgt der nächste Streich, nämlich das, was ich eigentlich auch vorhatte, Anfang der Paradestrecke und Ende der Paradestrecke, nämlich die Fahrdrahtspanner. So, hier fehlt noch einer. Der kann man gleich den nehmen. Ja. Müsste eigentlich die ganzen Gleise nochmal nachschottern. Ist inzwischen auch schon ziemlich weg, der Schotter. Aber das kann man dann immer noch später machen. Wenn dann alles soweit ist. Also was heißt, wenn dann alles fertig ist. Richtig fertig ist. So, gut. Ich denke mal, jetzt haben wir so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gut. Okay. So, aber wir sind wie gesagt noch nicht fertig. Denn
Es fehlt ja natürlich noch bei den anderen, nämlich bei den, ja, bei denen fehlen die Teile natürlich auch. Und da schaue ich mal in meine Schachtel, ob da noch welche da sind. Na, die sehen nämlich anders aus. Das ist das Problem. Klick muss der Mensch haben, Klick muss er haben, Klick. Da hat er jetzt wieder Klick gehabt. Ja. Da habe ich doch tatsächlich noch welche entdeckt. Bei denen ist das natürlich so, dass die normalerweise in die, ins Quertragwerk reinkommen und dann eingehängt. Ja. Aber das Quertragwerk kann man dann später immer noch einfügen. Ihr habt ja das in meinem letzten Video gesehen, wie ich das da gemacht habe. Und da hat es ja auch wunderbar funktioniert. Man muss das Quertragwerk nicht vorher in die Ösen reinmachen. Das kann man machen, muss man aber nicht. Und das mache ich nämlich auch so. Okay, da sind die Dinger auch drin. Und weil wir ja jetzt schon mal bei den Masten sind, installieren wir gleich mal den Fahrtradspanner. Wir müssen natürlich jetzt den anderen nehmen. Den festen den. So, zack. Der hat nämlich eine andere Farbe. Ich könnte natürlich jetzt hier auch die grüne einsetzen. Die sehen nämlich alle gleich aus, auch von der Größe her. Und von der Länge her passen die da rein. Aber das sieht ein bisschen komisch aus, wenn hier grün ist. Und die restlichen Masten, ja, wisst ihr, was ich meine. Ja, also mache ich dann jetzt hier einen original Vollmer grauen Fahrtradspanner dran. So. Jetzt ist die Frage, welche Seite, eine Mene Mu raus bist du? Ich würde sagen, hier drüben. So. Dann ich den bloß mal hier einhängen, den Kräbel. Und ins Loch treffen, bip, da war er drin. Gut, so. Und jetzt ist der Fahrtradspanner installiert. Auf der Seite. Und auf der da drüben, da zoome ich mal ein bisschen ran. Da sind ja auch die grauen Masten zu sehen. Also muss ich dort, logischerweise, auch einen Fahrtradspanner von Vollmer installieren. Gucken wir mal ihn hat. Der ist kaputt. Oh, da kriegen wir ihn. Nee, haben wir nicht. Das sieht aber nicht gut aus hier. Mensch, das Kind, was haben wir denn da? Die sind alle kaputt. Und wir machen mal die Ese rein. Ich werde bloß noch eine, aber ist auch nicht so wild. In den anderen Kisten müsste bestimmt noch was drin sein. Einer fehlt mir natürlich jetzt. Ihr seht schon, da drüben, der auf der anderen Seite, der fehlt. Ja, und weil ich halt keinen anderen Fahrradspanner habe, dann nehme ich halt den hier. Da. Grau. Der geht also auch. Und damit das Ganze auch ein bisschen logisch ist, mache ich den auf der anderen Seite. Doch immer von Arnold, weil der Abstand hier nicht ganz stimmt. Aber deshalb so wild. Das passt ganz gut. Okay, so. Das war die Geschichte mit den Ösenhaber und den Fahrtradspanner. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wie gesagt, ich baue jetzt mal kurz die Kamera um. Und dann geht's weiter mit der Kaschierung.
Na Freunde, da bin ich wieder. Und ihr seht jetzt hier diese beiden Massen. Und dann nehme ich mal mein Rover. Und Gras. So, das kann man hier dazwischen stellen, das ist nicht so schlimm. So. Und ein bisschen Sand. Ich muss aufpassen, dass der nicht herunterfließt. So, der Schotter brauche ich glaube ich nicht. Ja gut, doch, wieder Schotter können wir nehmen. So. Wie gesagt, muss halt aufpassen, dass das alles nicht umfällt hier. Dann gibt es hier Katastrophe. Und noch das Gras. Das stellen wir hier her. Muss ich echt aufpassen. Das ist halt nicht so einfach, wenn das ganze Gelumpe hier rumsteht, dass man halt nichts umschmeißt. Das wäre ein bisschen ungünstig, ne? So. Die Dinger vielleicht auch noch hier, wissen wir nicht, mal gucken. So, fangen wir erstmal an. Also, wir haben jetzt hier diesen einen Mast, der ist ja hier noch zusätzlich fixiert. Mit ein bisschen Pepe, ne? Und dann werde ich jetzt als erstes mal ein bisschen nass machen. Da weicht natürlich jetzt die Pappe auf, das ist drauf. Aber das ist halb so wild. Ein bisschen Grünzeug. Es geht eigentlich relativ schnell mit dem Kaschieren, wenn das was falsch ist. Profi-Effekt. Ja, dem Zeug hier, das rotzt fatz. Und dann machen wir das mal ein bisschen hier. Schnick, schnack, schnuck. So. Da hinten auch ein bisschen. Nicht so hoch. Dann sieht es aus, als ob es hochhauen tut. Und das wollen wir natürlich nicht. So. Okay, gut. Und auf der anderen Seite kommt halt ein bisschen Schotter hin. Den muss ich dann auch noch ein bisschen nass machen. Ist klar. Passt. Und wenn wir noch eine Gleise missbrauchen hier am Bahnhof. Gut. Dann mache ich das Ganze noch ein bisschen nass. Dann vielleicht. Weil es ist ja wieder Schotter. Geht diese wieder nicht. So, gut. Dann werden wir noch mal später mal drüber streuen. Das jetzt so nass ist, ist es jetzt nicht so wild. Ja, ihr kennt ja meine berühmte Nivea-Flasche, ne? Die ist gerade umgefallen, nachdem ich sie aufgemacht habe. Dann nehmen wir unsere berühmte Pipette und machen das ein bisschen nass. Das geht eigentlich relativ schnell. Zack, zack. So. Okay. Und dann streuen wir hier noch ein bisschen Schotter drüber, damit der Nagel verschwindet. Und dann ist schon mal der erste Mast kaschiert. Gut, dann nehmen wir den nächsten, nehmen wir den hier. Und dann machen wir dasselbe. Zuerst nass. So, sieht man ja noch die Nägel. Da haben wir natürlich jetzt noch ein bisschen anderes Gras mit hingestellt. Ja, das habt ihr ja gesehen, das ist aber... dann für andere Stellen gedacht. Ich sage mal drüber hier. Mir fehlt wie gesagt noch eine Öse. Muss ich mal gucken, wo ich noch eine herkriege, nämlich hier. Die fehlt. Aber das sollte kein Problem sein. Das kriegen wir hin. Nass machen. Nochmal nass machen, meine ich. Weil logischerweise der Schotter, wenn der nicht nass ist, dann sickert der Leim nicht so gut ein. Hier haben wir noch ein bisschen drin in der Pipette. Zack, zack, zack. Nicht zu viel.
Und schon ist der nächste kaschiert. Ja, gut, und so weiter und so fort. Gehen wir nochmal zu den Grünen. Nämlich die. Also. Die hier. Und dann werde ich die jetzt auch mal noch schnell kaschieren. Also Wasser wieder. Die Düse, die funktioniert nicht mehr so schön. Das ist nicht mehr so einfach mit dem Kaschieren. Muss ich auch ein bisschen aufpassen wegen die Gleise. Das geht relativ schnell hier. Ja. Ja, nehmen wir gleich den Busch hier, der mit dabei war. So. Gut. Lehm. Aus der Pipette. Da habe ich mir ganz schön viel Zeug hingelegt und brauche gar nicht so viel, weil das alles ja eigentlich nicht der Rede wert ist. Ne? Das ist eigentlich sehr schnell gemacht. Schwerer ist es dann mit dem Quertragwerk. Das ist dann schon eine Geschichte, die dann nicht mehr so schnell von statten geht, weil man dann das auch genau ausmessen muss, dass es passt. Hier war ja noch der alte Mast, ne? Habt ihr gesehen? Schwuppdiwupp. Und schon ist diese Stelle kaschiert. Ein bisschen Lehm drüber. So, das sickert natürlich nicht so schön ein, aber das macht nicht. Das kriegen wir schon hin. So. Ja. Gut, so, das war die erste Stelle. Okay, dann gehen wir zur nächsten. Und die machen wir noch gemeinsam. Und dann geht es dann weiter mit dem Quertragwerk. Ob ich den überhaupt hier genommen habe, das Zeug? Ich weiß auch nicht. Naja. Gut. Das machen wir da. Könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen Sand mit einbauen und tralala. Aber das ist ja gar nicht nötig. Das reicht aus, wenn man ein bisschen Gras hier drumherum macht und dann ist das gut. Weil die sind dann ja schon grün. Hauptsache die Löcher sofort. Und dann passt das nämlich. So, gut. Okay. Wieder ein bisschen Lehm. Leim. Oder besser gesagt Wasser. Weiß-Leim-Mischung hineingeträufelt. Und dann sollte das eigentlich noch eine Weile halten. Machen wir noch ein bisschen mit Leim und zack. Okay. Dann machen wir noch ein bisschen an. Die Kante fällt mir nicht. Die sollte man noch ein bisschen mit wegmachen. Okay. Und zum Schluss dann noch den hier. Also das sind natürlich nicht alle Masten. Ich werde natürlich jetzt Stück für Stück alle kaschieren. Aber das zeige ich euch jetzt nicht extra, weil das Video zu lang ist, klar. Ihr kennt ja die Geschichte, ne, mit Zeitraffer und so. Das wollen wir ja diesmal vermeiden. Denn diesmal wird ordentlich alles gezeigt mit Erklärungen und so weiter. Und deswegen zeige ich euch da bloß Teile davon, was ich mache und wie ich es mache. Und den Rest mache ich dann alleine. Mache ich alleine. Ohne euch. Ja. So. Hier noch ein bisschen drumherum. Löcher sind fort. Etwas Schotter. Man kann auch Sand nehmen, geht auch. Wie ich schon sagte, ich muss dann sowieso noch mal mit dem Staubsaugerwagen hier drüben fahren, damit das Ganze dann auch ordentlich sauber ist. So. Gut.
das Ganze da wieder ein. Sieht natürlich jetzt ein bisschen komisch aus, aber das trocknet ja dann an. Später sieht man das dann eben nicht mehr. So, gut. Warum jetzt hier Goldstaub auf dem Gleisen ist, wissen wir auch nicht, aber das weiß man halt nicht, wo das herkommt. Gut. Jetzt habe ich natürlich den hier vergessen. Den machen wir natürlich jetzt auch noch schnell. Da hat er jetzt nämlich gepennt. Ne? Den habe ich vergessen. Kann passieren. Darf nicht, muss er noch. So ähnlich. Muss er sowieso dann später kehren. Er krümelt alles runter. Alles kein Ding. Ja, muss man aufpassen mit den Löchern. So. Eigentlich sollte man ja das Gras nicht so nass machen, ne? Das ist normalerweise bloß mit normalen Leim. Aber ich mache das halt so. Und ich bin damit jetzt auch immer gut gefahren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Loch lässt sich nicht einfach lecken. So. Noch ein bisschen. Gut. Und dann noch ein bisschen Wasser, vorsichtig. Gut. Und das Ganze dann mit Leim. Ich hoffe, das Gelimpe hält er, oder bleibt der hier? Ich glaube, zu dünn gemacht, den Leim, aber. Das werden wir dann sehen. Gut. So. Das waren jetzt insgesamt 6 Masten, die ich euch gezeigt habe, wie ich die kaschiere. Das Ganze muss natürlich dann trocknen, ist klar. Ne? Und wenn ich das hier alles dann fertig habe, zeige ich euch das wieder. Und dann geht es dann weiter mit dem Quertragwerk. Gut, dann bin ich jetzt erstmal weg und melde mich dann, wenn es weitergeht, mit der anderen Geschichte. So, Freunde, und wieder ist ein Schritt getan oder etwas geschafft. Und zwar habe ich jetzt, wie ihr sehen könnt, alle Masten kaschiert. Also man sieht keine Nägel mehr. Die sind jetzt alle weg. Zusätzlich habe ich natürlich noch, wie man auch erkennen kann, die Kante nochmal schön gemacht, damit man diese Pappe, diese Schotterpappe, nicht mehr so stark sieht, weil die war ja schon ziemlich am Ende. Das heißt also, man hat sie schon ziemlich stark wieder gesehen. Und das Ganze habe ich jetzt etwas korrigiert mit Sand und mit Gras. Ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Ich könnte natürlich jetzt noch mehr Gras hinmachen, aber ich denke mal, dann wird es dann unrealistisch. Hier nochmal im Ganzen. Wie gesagt, hier muss ich noch einen Bibus installieren, wie hier drüben. Und da fange ich jetzt mal an, hier vorne mit dem ersten Quertragwerk, mal schauen, wie das aussieht. Und dann kämpfe ich mich langsam nach hier. Und dann melde ich mich gleich wieder, wenn die Kamera umgestellt ist und es losgeht mit der Einsetzung des Quertragwerks. Bis gleich. Ja, Freunde, und jetzt seht ihr hier die ersten 2 Tormasten. Und dann nehme ich mir jetzt hier ein Stück von dem alten Quertragwerk, wenn ich es rauskriege. Ja, das sieht blöd aus, das kann man nicht nehmen. Das sieht gut aus. Mal probieren wir mal das hier. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen komisch aus. Da. Ich probiere es jetzt erstmal, wie es aussieht. Ja, hier sieht es noch ganz okay aus. Ich probiere jetzt erst einmal eins aus, ansonsten muss ich ein paar andere organisieren.
Und dann lasse ich das erstmal mit dem Quertragwerk. Weil es sollte doch schon ein bisschen ordentlich aussehen und nicht hier freie Schnauze. So, gucken wir mal. Ja, das sieht schon ein bisschen ruhig aus. Ruhig! Uitsch, Sauerstoff sieht uitsch aus. Schauen wir mal. Ja, es ist schief. Ja, das wird ein bisschen knapp hier mit dem Teil. Erst einmal gucken. Es geht. Einigermaßen. Also ich werde das erst einmal so drinnen lassen. Ne? Weil wie gesagt, bei mir ist das halt so, dass es nur angedeutet ist. Später werde ich dann vielleicht noch hier so einen Faden spannen. Ja, damit hier das zusammenläuft. Ne? So wie das halt bei den echten ist. Und jetzt werde ich das erst einmal hier fixieren. Nämlich mit Lehm. Aber nicht mit Holzleim, sondern mit den da wieder, ne? So. Okay, probieren wir mal aus. Merkt es nicht auf die Schienen. So, okay. So, das wäre der erste. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal bei den Grünen. Nämlich bei denen. Da sind ja auch die Ösen gesetzt. Guck mal, ob ich noch irgendwas Passendes finde, was einigermaßen ordentlich aussieht. Das ist gar nicht so einfach, wenn die Teile dann ein bisschen komisch aussehen. Ja, ihr seht schon, da. Wenn es zu weit drüben ist, sieht das halt dann ein bisschen ulkig aus. Deswegen sollte ich schon ein bisschen in der Mitte stellen. Na ja, gut, das können wir machen. Das ist noch akzeptabel. Es hält sich noch in Grenzen, sag ich mal. So, Moment. Die Ösen rein. So. Alles auf dem Fußboden, ja. Und dann, wenn du nein hast, tut es richtig schön weh. Nee, das wird natürlich nicht passieren. So, ihr seht schon hier. Falls man es erkennen kann, dass der Abstand ein bisschen verschoben ist. Aber dann ist es wie hier drüben, nicht so wild. Ich sagte ja, bei mir ist das nur eine Andeutung. Es soll halt nur zeigen, aha, er fährt Strom. Er fährt elektrisch. Und darum ist das auch nicht so wild. Muss ich hier ein bisschen aufpassen, weil das hier noch nass ist. Man hätte es vielleicht auch schon mal trocknen lassen sollen, Jens, aber okay. So ist es halt. Zittere nicht so. Ja. Das sieht ganz gut aus. Na? Da. Seht ihr bestimmt genauso, oder? Okay, machen wir es fester. So. Gut, das war der zweite. Und dann folgt der dritte. Aber wie ich schon sagte, ich habe wahrscheinlich nicht genug von den Quertragwerken. Das wird dann ein bisschen kritsch.
kritisch. 19 Minuten habe ich jetzt noch auf der Uhr. Dann ist der Akku leer. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich das Netzteil angeschlossen habe. Bis gleich. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Die Kamera hängt an der Nabelschnur. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier mal aus Spaß Fahrdraht eingesetzt. Der ist aber nur ganz leicht eingesetzt. Ja, kann man das sehen? Den lasse ich aber weg. Ne? Also nicht, dass er denkt, der ist fest oder so. Das ist mir zu viel Gefummel. Und wenn der mal wirklich Zug auf dem der Paradenstrecke entgleist, das wäre ein bisschen schlecht. Deswegen lassen wir das weg. Ne? Ich lasse es jetzt erst einmal, um euch nachher zu zeigen, wie es ausschaut, wenn ich das in der Perspektive verlängst euch zeige. Aber das kommt auf jeden Fall wieder weg. Ne? So, jetzt habe ich hier und hier habe ich jetzt schon mal das Quertragwerk installiert oder besser gesagt angebracht, und dann geht es jetzt hier hinten weiter. Ich habe inzwischen noch ein paar von den Dingern gefunden. Mit dem geht es jetzt weiter. Ja? So. Ist auch nicht viel zu sehen. Wir haben das Ding hier. Und das setze ich dann hier ein. Dann nehme ich eine Kneife hier. Und schneide mir das zurecht an. Möglichst so, dass es dann halt auch noch in die Ösen passt. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu kurz gemacht. Ja. Kann man das sehen? So. Und dann setzen wir das ein. Nö, das ist gut. Perfekt. So, gut. Ein bisschen drücken. Dass es möglichst gerade ist. Ist halt nicht ganz gerade. Aber ich hatte euch ja gesagt, bei mir ist das nur eine Andeutung der Oberleitung und nichts weiter. Man kann jetzt nochmal gucken, ob der Mast ein bisschen schief ist. Da drückt man halt noch ein bisschen rüber. So. Nochmal gucken. Oh, das passt ganz gut. Dann nehme ich noch meinen Leim und fixiere das Ganze. Wie gesagt, man könnte dann später noch diesen Faden hier spannen. Das muss ich mal sehen, ob ich das mache. Oder ob ich das eben nicht mache. Weil im Bahnhof habe ich es ja auch nicht gemacht. Und da ist es auch nicht so wild. Hauptsache ist, dass man sieht, aha, Strecke elektrifiziert. Ne? Hat auch einen Vorteil, wenn das dann hier miteinander verbunden ist und du kommst mal aus Versehen dran, dass es eine kleine Mast wegfetzt, weil der dann durch dieses Quertragwerk den anderen mit festhält. Wenn du natürlich gut machst, ja, dann ist alles weg. Das wollen wir natürlich nicht. Oder sagen wir mal so, das wollen wir möglichst vermeiden. So, nächster. Ich räume natürlich dann hier wieder auf. Ja. Schon sagte, diesmal gibt es keine Mucke. Diesmal wird alles schön erklärt. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen locker,
Ja, die Kante, da muss man ein bisschen aufpassen, dass der ganze Scheiß dann in den Pfoten klebt. Dann hast du alles umsonst gemacht. Und das wollen wir natürlich nicht. Wie gesagt, hier fehlt mir noch eine Öse. Da muss ich mir für die letzte Stelle noch was einfallen lassen. Weil sonst hält das Ding ja nicht, ne? Fällt ja sonst wieder raus. Das wollen wir natürlich nicht, dass es wieder rausfällt. Oh, das passt. Okay. Ja, und jetzt sind wir an der Stelle, wo mir eine Öse fehlt. Also muss ich jetzt mich erst einmal um diese Öse kümmern. Vom letzten Mast. Vor der Weiche. Der da vorne. Und da würde ich mich dann gleich nochmal melden, wenn ich die Öse gefunden habe. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Und? Da ist er. Die Öse. Ja, hab sie gefunden. Ich habe ja genug Oberleitungsgebimsel, eine ganze Kiste voll. Das Ding wird leider noch zugeschweißt. Aber das ist mir jetzt egal. Weil ich das brauchte. So, und da setzt man das jetzt erstmal ein hier. Das heißt also, das war nur kompletter Einheit für ein Quertragwerk mit Gummiseil. Und hast du nicht gesehen, das Gummiseil ist mit Sicherheit schon tot. Aber das ist jetzt egal. Ich habe mir jetzt hier die Öse geschnappt. Die ist jetzt eingerastet. Und jetzt können wir das letzte Quertragwerk installieren. Na? So, das haben wir hier. Das ist übrigens auch das letzte, was ich habe von den gebrauchten, weil die ganzen, die möchte ich nicht mehr kaputt machen. Vielleicht finde ich ja noch jemand, der eventuell was tauschen möchte. Na? Oberleitungsgebimsel habe ich ja noch genug da. Vor allem Fahrdraht. 4 Schachteln voll. So. Okay. Und mir ist aufgefallen, dass sie bei den grauen Masten, dass es da nicht so einfach ist, das Quertragwerk einzusetzen. Das heißt also, hier muss man schon ein bisschen fummeln und ein bisschen schieben und ein bisschen drücken, dass der Mist in die Ösen reingeht. Ja, jetzt muss ich mal eine Pulle absetzen, weil ich nicht sehe. Okay, gut. Also das wäre jetzt wirklich der Hammer, wenn es beim letzten Quertragwerk
scheitern würde, also, da würde ich wahrscheinlich ausflippen. Also muss ich ja wieder aufpassen. Aufpassen. Eieieiei, auf der Anlage schnippst. Das gibt aber als Zurückleitung. Muss ich nachsuchen, wo es hingeschnipst ist. Ich kann das nämlich jetzt hier nicht mehr rausmachen, weil das schon so festhängt, dass ich das jetzt drin lasse. Ne? So. Gut. Nochmal mit den Ohren gucken. Ist es bitte schief. Aber ich denke mal, das geht so. Nochmal gucken so. Das passt. Okay. Fester machen. Und ich sage es immer wieder, bei mir ist das nur Andeutung, also nicht aufregen, dass das halt ein bisschen unrealistisch aussieht. Es ist nur eine Andeutung einer Oberleitung. Andeutung. Ja? Nicht verwechseln mit realistisch. Gut. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wo das Ding jetzt hingeschnipst ist hier. Werden wir merken, wenn es schabbern tut. Ah ja, da kann ich euch gleich noch was zeigen. Als nämlich der Marco hier gesaugt hat, hat er nämlich einen kleinen Fehler gemacht. Oder besser gesagt, festgestellt, dass da eine Lücke ist. Da seht ihr es. Zack. Seht ihr den weißen Fleck? Da habe ich vergessen, Klebstoff hinzumachen. Das holen wir jetzt noch. Das heißt also, wir nehmen einfach mal unser Gras. Das hier. Und werden diese Stelle mal schnell kaschieren. So, mit Bronze. Ein bisschen nass machen noch. Ich weiß nicht, wo das Ding hingeflogen ist. Spätestens wenn es scheppert, weiß ich, dass irgendwo was entgleist ist. Oder dass die Stange da irgendwo hingeschnipst ist. So, ein bisschen nass machen. Und zum Schluss noch ein bisschen Klebstoff drüber. So. So. Jetzt ist es aber jockisch geklebt. Gut. Ich melde mich gleich nochmal, wenn ich euch das Gesamtbild nochmal... Na Freunde, ihr habt ja jetzt gesehen, wie ich das Ganze hier installiert habe oder gebaut habe. Ne? Und dann bin ich jetzt fertig damit. Schauen wir nochmal die Länge. Ihr seht jetzt hier noch den Fahrdraht, der hier noch oben drauf liegt. Ne? Da. Der kommt wieder weg. Das war einfach mal nur ein Test, wie es aussieht mit Fahrdraht. Klar sieht das geiler aus, das ist mir auch klar, aber ich möchte kein Fahrdraht machen, weil sonst kommst du an die Gleise nicht mehr ran. Und wenn du mal wirklich was entgleist, wie der ICE, das ist zwar bis jetzt noch nicht passiert, aber dann wird es ein bisschen schwierig, den wieder einzugleisen und das Gefummel und so. Ja. Also habe ich hier bloß das Quertragwerk installiert. Ich kann jetzt hier nicht länger. Moment, ich werde mal kurz die Kamera abstöpseln. So. Und ihr seht schon, wie das Ganze jetzt ausschaut. Nochmal das gesamte Bild. Ich hänge euch noch ein paar Fotos mit an. Und ich denke mal, da kann ich ganz zufrieden sein. Ne? Gut. Das war's dann von mir. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Nachmittag oder Abend, je nachdem, wenn das Video hochgeladen ist. Und ihr werdet jetzt hier erstmal aufräumen. Und wenn euch dieses kleine, aber feine Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da und schreibt fleißig Kommentare, wie ihr jetzt meine Oberleitungsmasten oder die Elektrifizierung der Hauptstrecke findet. In dem Sinne, tschüss!